Heute für euch 10 geniale Lifehacks, die ihr kennen solltet. Wenn du dich irgendwann in der Situation befinden solltest, einen Knoten oder ein Seil durchschneiden zu müssen, wende diesen Trick an. Du musst das Seil oder die Schnur einfach mit sich selbst durchschneiden. Egal wie dick die Schnur ist, durch Reibung löst du dieses Problem im Nu. Du willst für den nächsten Grill- oder Kochabend Dips und Toppings anbieten, aber du hast keine Lust, alle deine Schüsseln einzeln abzuwaschen? Dann benutze eine Muffinform. Sieht nicht nur cool aus und kommt gut bei deinen Gästen an, sondern spart auch noch Platz. Und auf der 8. Benutze einen Strohhalm, um die Kordel deines Pullovers ganz einfach zurück an seinen Platz zu bringen. Jetzt kannst du den Strohhalm samt Kordel innerhalb von Sekunden ganz einfach durch den Pullover führen. Du bist es leid, heiße Kartoffeln zu pellen? Der Trick ist ganz einfach. Bevor du die Kartoffeln kochst, solltest du sie, wie hier zu sehen, quer einschneiden. Ein Kinderspiel, mit dem du dir Zeit und Nerven sparst. Und auf Platz 7. Teste deine vollen und leeren Batterien, indem du sie aus einer Höhe von 10 bis 15 cm auf eine harte Oberfläche fallen lässt. Die vollen Batterien bleiben stehen oder springen fast gar nicht, die leeren hingegen schon. Du willst schnell das Nötigste für eine Nacht einpacken, aber nicht gleich den Reisekoffer aus der Garage holen? Dann wende diesen Trick an. Einen platzsparenderen und schnelleren Trick gibt es wohl kaum. Und an Stelle 5. Du hast ein elektronisches Gerät, aber nicht die passenden Batterien dafür? Kein Problem, dann solltest du jetzt gut aufpassen. Schnapp dir eine kleinere Batterie und vergrößere die Kontakte mit Alufolie. Und schon läuft das Gerät. Mal wieder der Strom ausgefallen? So bastelst du dir eine Kerze aus Butter. Schnapp dir die Hälfte der Butter und stich ein Loch für den Docht hinein. Anschließend rollst du eine Serviette so zusammen, dass sie als Docht in das Loch passt. Schmiere den Docht nun ein wenig mit der Butter ein und zünde die Kerze an. Diese Konstruktion hält sogar einige Stunden und im Notfall kannst du sie dir auch aufs Brot schmieren. Hier ein ganz einfacher Trick, um den Strunk bei Salat zu entfernen, ohne ihn herausschneiden zu müssen. Mit etwas Wucht und Präzision kannst du den Strunk ganz einfach entfernen und fertig. Um keine Blasen an den Füßen zu bekommen, gibt es einen sehr einfachen Trick. Forme hierfür eine kleine Schlaufe durch das bereits vorgegebene zweite Loch. Die Schnürsenkel ziehst du nun durch die Schlaufen. Zieh die Schnürsenkel nun stark nach unten. Anschließend bindest du sie ganz normal, wie bisher. Und voilà! Jetzt sitzen deine Füße bombenfest in den Schuhen und gemeine Blasen gehören der Vergangenheit an. Viel Spaß beim Sport! Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Jetzt könnt ihr das Video noch teilen und die Tipps und Tricks an eure Freunde weitergeben. Bis dann, Leute! Ciao!